Welcome back bei ADAC die Simulation auf LoadLP. Wir sind hier in der letzten Folge dieses Let's Plays und Hände ans Lenkrad ist jetzt die nächste Mission hier von den Einsätzen, die es hier gibt. Der Kunde hat Probleme mit seinem Lenkrad, erwartet im Industriegebiet, sieh dir das Problem genauer an. Abends regnerisch, Belohnung 900. Und schauen wir mal. Hier ist die Karre. Ich würde sagen, wir sprechen den erstmal an. Ach, schon wieder der Peter Pfeiffer. Fühlt sich so an, als würden die Vorderräder plötzlich nicht mehr in die gleiche Richtung zeigen. Nach mehr Infos fragen. Ich will nichts kaputt machen, also habe ich lieber sie gerufen. Das ist ja schön. Ja, ich habe nichts gehört oder sonst irgendwas bemerkt. Ich hatte das Radio die ganz schön aufgedreht. Mein Armaturenbrett leuchtet irgendeine Anzeige. Der Wagen gehört meinem Freund, der geht aber auch pfleglich mit ihm um. Stellen Sie bloß nichts am CD-Spieler, da läuft gerade meine Musik. Ja. Okay, also irgendeine Leuchte ist an. Dann gehen wir mal ins Auto. Tür auf. Ins Auto. Und dann machen wir mal die Zündung an. Also er hat kein Öl. Das halten wir schon mal fest. Wir machen erstmal alles an. Motor läuft unsauber. Ja. Wir steigen aus. Also die Lichter gehen alle. Da muss man sich keine Sorgen machen. Aber das Öl, glaube ich, ist nicht mehr so auf dem höchsten Stand. Genau. Also das einmal nachfüllen. So, was hat er jetzt gesagt? Das Lenkrad. Ja, dann liegt es ja nicht am Motor oder an solchen Sachen. Liegt es auch nicht daran. Ja, das kann es ja nicht schon mal nicht sein. Vielleicht an den Rädern. Die sind okay. Bremsen sind in Ordnung. Ja, okay. Sind in Ordnung. Machen wir den wieder dran. Das ist komisch. Hat Lenkrad untersuchen. Lässt sich frei drehen. Das ist natürlich komisch, wenn man jetzt erstmal wieder das Licht aus und das aus. Also der Motor ist in Ordnung. Die Lampe ist ja auch aus, das haben wir jetzt geklärt mit dem Öl. Das war auf jeden Fall nicht das Problem. Die Frage ist jetzt, was war das nächste Problem? Was haben wir denn hier für einen schicken Hut? Was soll das denn sein? Bauarbeiter oder was? Die Sache war aber, es muss an Vorderreifen liegen, weil das hat er ja gemeint. Bremsen sind in Ordnung. Aufhängung ist in Ordnung. Spurstange ist kaputt auf der linken Seite. Also, Spurstangenzustand gemeldet. Okay, das wäre es dann gewesen. Dann bringen wir den Reifen wieder an. Dann machen wir Dingens zu. Dann gehen wir ins Auto. Dann machen wir das Licht aus. Dann machen wir die Zündung aus. Tür zu. Kofferraum zu. Und dann wäre es das mit diesem Einsatz. Also, du hast das Problem des Kunden behoben, durchgeführte Aktion 6, optimale Aktion 4, erfüllte Missionsziele 1 von 1, Mitgliederentwicklung 600, Budgetentwicklung 2. Naja, ist ja schon mal ganz okay, ne? Wir wollen nicht meckern und wir machen jetzt erstmal wieder ein paar Autos hinzu. Ein Abschleppwagen brauchen wir jetzt noch nicht, weil für den einen Bezug gibt es nur normale Einsätze. Dann machen wir jetzt erstmal hier
Holen wir uns zwei weitere. Das müsste erstmal reichen. Dann gehen wir. Nee, wir wollen nicht in die Verwaltung. Ich verwechsel das immer. Wir wollen auf Kontrolle. So. Nördliche Region. Okay. Nebelig. Verfügbare Fahrzeuge 2. Offene Bezirke 4. Ja. Gehen wir rein, ne? Würde ich sagen. Hier tun wir eins hinzufügen. Und hier. Also, das sollte machbar sein jetzt. Mann, ich will da rein ins Menü. Jetzt könnte ich schon gerade wieder kotzen. Weil ich jetzt nicht dieses... Och Mann, Leute. Ich will das Auto auswählen. Jetzt geht's schon wieder los hier, weißt du. Ich könnte gerade leicht kotzen. Fahr dahin. Wie fährst du? Da oben hin. Leute, das ist schon wieder ein Durcheinander hier. So. Menschenskinder, ey. Muss man Doppelklick machen oder was ist hier das Geheimnis? Ja, komm, werd fertig, dann kannst du da oben noch hinfahren. Na, es ist schon ein bisschen stressiger, würde ich mal so sagen. Das wird ein bisschen kritisch gerade. So, komm. Mach fertig. Dahin. Da oben hin. So, wo ist das zweite Auto? Da, verfügbar. So, zweite Auto dahin. Akkordarbeit, Freunde, hier. Jetzt ballert's hier richtig. Stress, Leute. Stress. Wilde Klickerei hier. Jetzt ist hier wieder keiner verfügbar. Komm, mach fertig dahin. Mach du fertig. Komm, zack, 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 dahin. So, dahin. Oh Gott, 9 Tage. So, dahin. Mach fertig da oben. Dahin. 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 Zweiter Wagen von da dahin. Haben wir hier noch einen verfügbar? Fahr du dahin. Hier nehmen wir den. So, der muss wieder in die Base da oben, der mit wenig Tank. Dann soll der das übernehmen. Dahin. Hier ist noch einer. Dahin. Der kann den noch mitnehmen. Hier. Haben wir einen. Dahin. Hier oben, der macht den. Mach fertig. Komm. Du fährst da vorbei. Einen Tag. Fährst da vorbei. Ha, schade, den hat er nicht mehr gekriegt. Naja, super gemacht, aber da kann man nicht meckern, würde ich mal sagen. Ausgezeichnet, guck mal hier, November, frühzeitig reagiert 35, rechtzeitig reagiert 11, nicht zu spät reagiert 1, nicht reagiert 1, Mitglieder 400, Budgetentwicklung 2, keine neuen Einsätze und keine neuen Bezirke und keine neuen Freischaltungen. Ja, ich weiß nicht, ne? Ein Auto jetzt bringt nichts, wir haben schon alle voll besetzt.
Sonst können wir mal mit Bezirk Dingens anfangen. Gibt es denn da Missionen mit Abschlepper? Okay. Machen wir jetzt mal, fangen wir mit dem anderen Bezirk an. Das ist ja die letzte Folge. Dann holen wir mal einen Abschleppwagen. So. Dann gehen wir wieder hier rein. Dann gehen wir auf Kontrolle. Dann gehen wir hier da rein. Ach so. Hä? Scheiße. So, okay. Jetzt aber. Oder? Machen wir so ein und so ein. Was geht da jetzt? Das sind ja hier nur... Das ist ja nix. Da lachen wir ja drüber. Bei einem Bezirk. Ist ja so gut wie nix. Gucken, ob wir noch einen Abschleppeinsatz kriegen. Das wäre natürlich mal was ganz Neues. Hier ist ein Flughafen oder so. Mal ein paar Flugzeuge abschleppen oder so. So, wir warten. Oh, guck mal, fast 5000 Mitglieder schon, ey. Wir sind hier der Burner, Leute. Komm, nimm den mit, da. Komm, ich will einen Abschleppeinsatz. Das Auto zieht stark in eine Richtung. Ja, dann zieh dagegen. Ah, der ist groß, der Bezirk. Wenn die hier, also die Region, wenn die hier alle hast hier, hast du aber was zu tun. So. Das Auto gibt ein lautes Schleifgeräusch von sich. Sonic. Entschuldigung. Muss auch mal sein. 13 Tage, das kriegen wir hin. Ich will jetzt mal einen Abschleppeinsatz. Wozu habe ich den Kackwagen geholt? Wir machen ein bisschen länger die Folge, ist ja die letzte. Machen wir ein bisschen Verlängerung hier in der Tianze. Kommt 10 Tage, ein Abschleppeinsatz mindestens. Was soll einem das jetzt hier bringen? Dass ich weiß, in welchem Bezirk ich bin oder was? Das sehe ich auch so. Ach, guck mal, hier direkt am Rollfeld. Der Fluglotse liegen geblieben oder was? Ganz direkt weiterfahren. Vier Tage. Ach, der ist direkt da. Das ist ein Abschleppeinsatz. Das ist ein Abschleppeinsatz. Leute, wo ist der Abschleppwagen? Da. Fahr hin, Junge. Krall dir das Teil. So, hier Auto. Wo ist das Auto? Jetzt wird es ein bisschen hektisch. Ah. Der ist jetzt schon fertig mit dem Abschleppeinsatz. Hat er ja viel gemacht. So, fertig. Monatsende Dezember. Frühzeitig reagiert 11, rechtzeitig reagiert 1. Mitgliederentwicklung 500, Budgetentwicklung 2. Keine neuen Einheiten.
keine neuen Bezirke und neue Einsätze verfügbar. Würde ich sagen, spielen wir den Einsatz noch und dann, ja, dann war es das. Der Kunde klagt über einen überhitzten Motor, er hat auf dem Seitenstreifen der Autobahn gehalten, hilft ihm bei der Abkühlung des Motors. In der Nacht, nebelig 1500 ist die Belohnung. Ah, schon wieder hier. Als wären wir hier noch nie gewesen. Guck mal, hier hat er die Farbe geklaut. Hier, das ist halt der gleiche Wagen. Nur ohne ADAC-Lackierung. So, also, was gibt's? Die Marlene Dreher. Die hat sich eingedreht. Ich habe die Warnlampe mit meinem Turmbrett bemerkt. Die Temperaturanzeige scheint mir auch viel zu hoch zu sein. Bis jetzt war das Auto eigentlich zuverlässig. Im schlimmsten wäre aber, wenn die Bremse plötzlich nicht mehr geht oder die Lenkung. Ja. Hm, ist klar. So, also Fahrzeug untersuchen. Erstmal reingehen. Erstmal Platz nehmen. Dann erstmal die Zündung anmachen. Also Öl haben wir schon mal nicht. Das müssen wir schon mal machen. Motor läuft unsauber, Kühlwasser zu niedrig. Ja, okay. Und Öl ist auch zu niedrig. Ja, mach Motor wieder aus. Temperatur. Abblendlicht ein. Drück Dings an. Beidseitig blinken. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Also, was brauchen wir? Kühlwasser. Nachfüllen. So, Öl. Nachfüllen. Der Kühler hat ein Leck. Kühler hier vorne. So, haben wir alles, Freunde der Nacht. Das ging ja heute schnell. Was haben wir da hinten? Ach, das ist das Rad. Ich dachte gerade, was ist da? So, ich würde sagen, wir machen wieder alles aus. Ausschalten. Zündung ausschalten. Das aus. Tür zu. Ja, läuft, ne? Also, haben wir alles erledigt. Ende. Du hast das Problem des Kunden behoben. Durchgeführt Aktion 3. Optimal Aktion 3. Erfüllte Bonusziele 2 von 2. Mitgliederentwicklung 1500. Budgetentwicklung 6. Super. Also, wir sind durch mit der Folge und ja, ich hoffe, ihr verfolgt mich weiter, egal ob auf PlayTV oder auf LoadLP. Man sieht sich bestimmt oder eher gesagt hört man sich bestimmt irgendwo anders. Wie auch immer, bleibt am Ball, haut rein. War ein schönes Spiel, aber nicht auf Dauer, würde ich mal sagen. Es ist aber kein schlechtes Spiel. Das würde ich nicht unbedingt sagen. Es gibt wesentlich schlimmere Spiele. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich hier aus diesem Let's Play-Projekt, was ziemlich kurz war. Aber naja, man muss es ja auch mal ausprobieren. Also haut rein, man sieht sich woanders wieder. Und tschüss.